Moin ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Aurich TV. Heute Donnerstag, der 30. September. Ja, der September ist auch schon wieder rum und wir gehen jetzt mit Riesenschritten in den Herbst hinein. Draußen ist es windig und kalt und damit uns nicht alles vom Kopf fliegt, haben wir uns hier mal wieder dann beim Daily Fine reingesetzt und haben hier uns einen Drehort gesucht. Ja, ganz schön mal los in Aurich, aber auch in der Bundesrepublik. Bundestagswahl ist rum. Ja, ob man mit dem Ergebnis so glücklich sein kann, wie es ist, das mag jeder für sich selber beurteilen. Diese Koalitionsmöglichkeiten sind ja interessant. Ich glaube, die meisten Menschen sind froh, dass Rot-Rot-Grün keine Option geworden ist. Ich finde es immer wieder toll, wenn man sieht, wie sich alle zu Siegern erklären und wie sich dann die SPD zu klaren Wahlsiegern erklärt, weil sie hat ja 1,5% mehr als die CDU. Herr Laschet ist ja auch Wahlsieger, weil er sagt ja auch, entscheidend wird sein, wer wird als Bundeskanzler gewählt. Innerhalb der CDU gibt es Riesenkrach, weil natürlich auch der Kopf von Laschet gefordert wird. Also da stehen uns noch ganz spannende Wochen bevor und da wollen wir mal einfach abwarten, ob wir es denn schaffen, bis Weihnachten eine vernünftige neue Regierung auf die Reihe zu kriegen oder ob da auf dem Weg noch viele Stolpersteine liegen. Ja, interessant an der Angelegenheit. Also mittlerweile in einer Umfrage 54% der Befragten Frau Merkel für Mitschuld halten an dieser CDU-Katastrophe. Ja, das haben wir schon seit Monaten gesagt, dass das so nicht geht und dass die CDU abgewirtschaftet wird. Aber vielleicht ist das ja auch die hintergründige Idee von Frau Merkel nach dem Motto, nach mir soll wirklich nichts mehr kommen. Und da hat man dann mit Volker Racho die ganze Geschichte an die Wand gefahren. Mir persönlich ist wichtig, ich möchte die ganzen Gesichter Altmaier, Helge Braun, Spahn, die will ich alle gar nicht mehr sehen, bitte irgendwo politisch in die hintere Bank und bitte nicht mehr dauernd vor die Fernsehkameras. In Aurich ist auch genug los. Es gibt eine Debatte um die Markthalle. Bürgermeister Feddermann hat in die Oktoberratssitzung, also noch der alte Rat, die Markthalle auf die Tagesordnung gehoben und lässt das Thema da nochmal behandeln, weil es gibt wohl noch zwei Interessenten aus diesem alten Interessensbekundungsverfahren. Ja, das war natürlich vor Corona. Und natürlich ist die Interessensbekundung auf Gastronomie ausgelegt. Aber die Frage ist ja nun ganz ehrlich, wer investiert denn heute in Gastronomie? Wer ist denn heute bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um in dieser Situation, wo wir über 2G, 3G, was weiß ich was reden, Geld in die Hand zu nehmen, um Geld in gastronomische Projekte zu stellen, vor allen Dingen bei einer Markthalle, die so wie sie ist, gar nicht richtig betreibbar ist. Das war ja jetzt auch eine Notlösung, was man da gemacht hat bis Ende des Jahres. Im Grunde genommen muss man sich vielleicht auch einfach dazu durchringen und sagen, okay, jetzt ist es auch gut gewesen, die Halle muss weg. 30 Jahre hat man es jetzt versucht, die meisten davon mit städtischem Subventionsgeld. Und zwar richtig Subventionsgeld. Ich meine, wenn man einerseits über das EEZ redet und über Projekte wie das Familienzentrum, alles defizitäre Dinge, muss man auch die Markthalle hier in einem Zug nennen, weil auch die Markthalle ist ein defizitäres Projekt seit im Grunde von Anfang an, seit 1990. Und wir haben da auch noch unser Special. Jürgen und ich haben einen Markthallen-Special gemacht. Das stellen wir euch am Wochenende mal online. Da könnt ihr also in 15 Minuten nochmal chronologisch sehen, wann ist was passiert mit der Markthalle, wann ist welche Entscheidung getroffen worden. Wir haben das also wirklich sehr, sehr präzise festgehalten und aufgearbeitet. Das ist sicherlich auch für unsere politischen und Politiker-Zuschauer interessant für eine Beratung, sich das nochmal anzugucken und da wirklich nochmal die Entstehung, die Idee nochmal im Kopf zu haben und jetzt zu sehen, was ist daraus geworden. Ja, was ist noch los? Wir haben weiter dieses Baustellenthema in der Innenstadt. Die Baustelle frisst sich jetzt die Burgstraße hoch. Die Geschäftsinhaber sind natürlich sehr, sehr unglücklich darüber, weil es ist natürlich mit Dreck, mit Lärm verbunden. Es gibt Beschädigungen. Hier sehen wir, Jürgen hat es mal im Schnittbild festgehalten, wie die Baustelle arbeitet. Da sind dann auch Laternen angefahren worden und historische Stadtschilder umgefahren worden. Ja, wenn ich mit diesen schweren
LKWs da immer durchfahre, dann kann das natürlich passieren. Aber das ist für die Geschäftsleute im Moment ein Riesenproblem. Die Kunden kommen da nicht hin. Und ich hoffe, dass es da wirklich schnell rumgeht, damit da wieder Normalität einkehrt. Ja, was ist noch los? Gelacht, gelocht, geheftet, den Zwerg des Tages eigentlich ist... Habe ich jetzt vergessen, bringe ich nächstes Mal wieder mit, unseren Zwerg des Tages. Ihr erinnert euch an die Impfaffäre von Herrn Eppmann, dem Krankenhauschef letztes Jahr. Der hat sich ja gegen Corona impfen lassen, obwohl er ja gar nicht dran war. Es war ja die Zeit, wo noch kein Impfstoff da war. Da hat man ja dann eine Untersuchung eingeleitet und hier und da und dort und die große Keule geschwungen. Passiert ist gar nichts. Herr Eppmann ist immer noch da. Das Ganze hat aber die Kleinigkeit von 52.000 Euro gekostet. 52.000 Euro Steuergeld. Also ihr seht auch da wieder gelacht, gelocht, geheftet. Ja, was ist noch los? Richtig spannend. Es kracht in der Stadtverwaltung, ja. Wird im Moment thematisiert, das ist kein neues Thema. Es geht im Prinzip im Moment darum, dass der Bürgermeister Feddermann nicht mit dem ehemaligen Bürgermeisterkandidaten Küper kann und will. Und dann schreiben die sich E-Mails und dann werden diese E-Mails wieder über irgendwelche politischen Parteien dann an die Presse geleakt. Und jetzt erkennt man also, oh Gott, die beiden mögen sich ja eigentlich gar nicht. Wir wollen noch mal eins festhalten an dieser ganzen Stelle, weil dazu haben wir natürlich auch eine Meinung, haben wir oft genug drüber berichtet. Im Jahr 2019 hat es eine Bürgermeisterwahl in Aurich gegeben mit mehreren Kandidaten. Da war auch der Menko Bakker dabei von der FDP, der kandidiert ist und und. Und es war natürlich auch Hartwig Küper, der damalige Stadtrat unter Bürgermeister Windhorst, einer der Kandidaten. So. Und Hartwig Küper hat sich sehr, sehr sicher gefühlt, dass er natürlich glatt durchläuft, respektive, dass er vielleicht in die Stichwahl muss, aber verlieren war überhaupt keine Option. Und dann ist es eben so passiert, wie es passieren musste, nach dem Motto, ich habe ja die CDU hinter mir, ich habe ja die SPD hinter mir und ich habe auch die GAP hinter mir als Küper. So. Das muss reichen. Und dann ist genau etwas passiert, womit sich Herr Küper damals völlig verschätzt hat, ebenso wie die ganzen Parteien und die ganzen Ortsfürsten aus den Parteien, die nämlich gedacht haben, wir sagen unseren Leuten in unseren Ortsteilen schon, wen sie wählen müssen und dann werden die das schon machen und dann ist Herr Küper Bürgermeister. Ich bezeichne das immer als das System Küper. Das lief dann eben so ab, dass man einerseits politische Votierungen gemacht hat für die Stadtwerke, für das EEZ. In Emden war das EEZ damals durchgefallen. Die haben gesagt, oh Gott, ein finanzielles Desaster, lasst uns damit in Ruhe. Sonne von Emden sollte das Ding, glaube ich, heißen. Etc. pp. Und das hat man dann gemacht, indem man den Ortsfürsten gesagt hat, okay, ich sorge dafür, ich, Stadtrat Küper, sorge dafür, dass ihr Spielgeld bekommt für eure Ortsteile. Ihr könnt Tennisplätze bauen, ihr könnt eure Marktplätze pflastern lassen, ihr könnt in Rahe einen dicken Busparkplatz bauen lassen. Alles Gelder, die in die Hunderttausende und in die Millionen gegangen sind, wo man eben gesagt hat, für mich ist das eine Art politische Korruption. Ich gebe dir was und dafür bekomme ich von dir was, nämlich deine Stimme für ein Projekt, das ich will. So ist das in Aurich de facto abgelaufen. Ergo CDU und SPD und GAP haben für die Projekte damals gestimmt im Rat, die sich Herr Küper damals ausgedacht hat. Sicherlich auch ein bisschen als so ein kleiner Visionär, aber eben auch im festen Glauben daran, Bürgermeister zu werden. Und jetzt passiert etwas, was kein Mensch auf der Agenda hatte, nämlich Herr Küper wird nicht Bürgermeister, sondern Herr Feddermann wird Bürgermeister. Horst Feddermann, den man damals so ein bisschen in der Auricher Stadtverwaltung verdroschen hat, den man also nicht hat hochkommen lassen, der war dann zwischendurch in der Samtgemeinde Jümme und der ist dann hier angetreten, eigentlich vor allen Dingen, um zu zeigen, dass es auch Gegenkandidaten zu Hartwig Küper gibt und Horst Feddermann ist dann gewählt worden, weil die Bürger in Aurich haben gesagt, also wir wollen gerne einen Horst Feddermann, wir wollen gerne jemanden, der mehr auf die Finanzen achtet, der nicht nur hier mit den Millionen rumspielt und. Und so ist das dann passiert. So, und diesen Krach,
die gibt es ja jetzt nicht erst seit heute und gestern, sondern diesen Krach intern gibt es ja schon seit 2 Jahren, nämlich seit Fennermann gewählt worden ist. Damals war es ja schon so, dass die damalige Fraktionsvorsitzende Ingeborg Hartmann-Seib der SPD ja schon am Wahlabend gesagt hat, mit diesem Bürgermeister wird die SPD nicht zusammenarbeiten. Ja, das hat die SPD dann ja auch in den Jahren glorreich bewiesen, dass sie immer wieder versucht hat, möglicherweise auch im Hintergrund ein bisschen gesteuert von Hartwig Küper, da immer auf den Bürgermeister loszugehen. Da gab es ja jede Menge Attacken, Attacken, Attacken. Die CDU war da etwas ruhiger in dieser Angelegenheit, hat sich vielleicht irgendwann damit abgefunden, dass man nach vorne denken muss. Aber nichtsdestotrotz hat Horst Federmann als Bürgermeister immer noch einige Dinge aufs Haupt bekommen, auch heute noch und auch jetzt noch, die möglicherweise aus dem Büro nebenan, ich sage jetzt ganz deutlich und ganz bewusst, möglicherweise auch von Hartwig Küper in die Politik lanciert worden sind. Aktuell geht es vor allen Dingen um 2 Themen, nämlich einmal um diese CO2-Ampeln, wo also der Stadtrat sagt, ich weiß, dass die Dinger bestellt worden sind. Federmann sagt, ich habe die nicht bestellt. Die Politik fühlt sich wie immer übergangen, wobei es manchmal gut ist, die Politik einfach zu übergehen, weil die zerlabert alles und viele haben eben auch keine Ahnung. Dazu natürlich jetzt das Thema mit diesem Ernährungszentrum da im EEZ. Da ist sicherlich die Entwicklung auch ein bisschen dynamisch gewesen. Und auch das ist eine Sache, die man jetzt dem Bürgermeister anlastet. Und jetzt geht das Ganze natürlich in eine neue Runde. Möglicherweise, weil sich die SPD ja als großer Wahlgewinner in Aurich fühlt. Ja, da sagte Frau Hartmann-Seib ja schon, oh Mensch, und ja, wir haben ein tolles Ergebnis, wir haben ja auch tolle Politik gemacht. Ich sage es immer und immer und immer wieder, nein, Frau Hartmann-Seib, das hat Ihre Fraktion bzw. Sie mit Herrn Bartmann, ich weiß nicht, ob Sie da im Hintergrund in der Fraktionsführung noch rumwerkeln, das haben Sie eben eigentlich nicht gemacht. Sie haben sich in den letzten Jahren nicht darauf konzentriert, für Aurich zu arbeiten, sondern Sie haben sich meiner Meinung nach ganz klar darauf konzentriert, den Bürgermeister ans Zeug zu flicken. Und auch das, glaube ich, immer mit tätiger Mithilfe von Herrn Küper, der Sie natürlich mit Informationen gefüttert hat und der vielleicht sogar, meine Meinung, so ein bisschen der Strippenzieher im Hintergrund ist und die SPD wie so ein Marionettentheater über die Bühne hoppeln lässt. Das, denke ich mal, das könnte durchaus sein, weil wie ist es sonst möglich, dass jetzt interne E-Mails zwischen Küper und Federmann jetzt sozusagen geleakt werden. Ja, ich kann mir ganz genau denken, woher diese Dinger geleakt worden sind. Jetzt wird ein großer Streit gedichtet. Diesen Streit gibt es wahrscheinlich schon seit 2 Jahren, weil wenn natürlich der politische Kontrahent plötzlich der Chef des Unterlegenen ist, dann ist das eine total normale Sache, dass natürlich der Chef im Ring als Bürgermeister, und das ist nun mal Horst Federmann, natürlich auch sich einige Sachen nicht gefallen lässt. Und natürlich hat man Hartwig Küper als erstes das Finanzressort weggenommen und natürlich hat man dann gesagt, so, du kriegst jetzt ein anderes Ressort und Küper kümmert sich jetzt um Kindergärten und diese ganzen Sachen. Und mittlerweile kommen halt die ganzen finanziellen Desaster auch ans Tageslicht. Und das, meine Lieben, das ist doch der Grund, warum wir im Moment in dieser Situation sind, wo wir sind. Geld ist nicht da und es muss trotzdem was gemacht werden, es muss was passieren. Und es bringt ja nichts, wenn man immer wieder einen Haushalt durchhechelt und ausverhandelt. Und dieser Haushalt wird dann, sobald er beschlossen ist, von der Kommunalaufsicht erstmal gesperrt und dann heißt es dies und das. Irgendwann kommt es vielleicht noch so weit, dann kommt so ein Haushaltskommissar, der kommt aus Hannover und dann hat man überhaupt nichts Eigenes mehr, was man hier machen kann. Also insofern sage ich mal, das, was im Moment abläuft, ich gehe davon aus, dass das so weitergeht. Das ist natürlich einerseits die Fraktion Federmann mit seinem Vertrauten Johann Strohmann gegen Herrn Küper, die dann zwar wahrscheinlich nicht öffentlich auf dem Marktplatz gegeneinander aneseln, aber wie gesagt, in den letzten Monaten haben wir doch sehr, sehr viele Angriffe wahrgenommen, die SPD gelenkt waren, respektive die von der SPD gegen Federmann durchgeführt worden sind, wo ich ehrlich sage, Unsinn muss man nicht machen. Insofern
Trauerspiel. Da sollte die Verwaltung vielleicht etwas mehr Ruhe an den Tag legen. Wir sind da auf jeden Fall an dem Thema dran und werden uns auch darum weiter kümmern und das beobachten. Und wir haben so viel vor in Aurich, wir müssen so viele Dinge erledigen. Wir müssen uns um das EEZ kümmern, das marode respektive riesendefizitäre EEZ. Wir müssen uns um die Markthalle kümmern. Was passiert, wenn die Markthalle abgebaut wird? Dann haben wir eine riesengroße Fläche. Dafür soll jetzt die Stadtmanagerin her, die ja mit Fördergeld bezahlt wird. Die soll dann möglicherweise Leben in die Bude bringen. Wir müssen neue Konzepte machen in Aurich. Wir müssen weg von dem Thema, wir sind die tollste Einkaufsstadt. Das sind wir leider nicht mehr, das waren wir mal. Heute, auch durch die Corona-Pandemie, sind die Menschen darauf konditioniert, bei Amazon und Zalando zu bestellen. So schade und so traurig das auch ist. Aber wie kriegen wir Menschen in die Stadt? Wir müssen hier multifunktionale Konzepte auf dem Marktplatz schaffen beispielsweise. Dann kommt die Halle halt weg. Ich sage immer, jede Tür, die zugeht, öffnet eine andere Tür. Da muss hier halt jetzt was Neues passieren. Dafür gibt es die Stadtmanagerin. Dann hat sie halt jetzt auch den Auftrag, hier loszugehen und zu sagen, so, ich habe eine Idee für den Marktplatz. Wir müssen diese Innenstadt umbauen in eine Erlebniszone, in eine Erlebnismeile mit Einkaufsmöglichkeiten. Aber wir müssen von dem Gedanken wegkommen, dass wir eine Einkaufsmeile haben, wo man was erlebt. Andersrum wird es funktionieren. Hier steht nicht mehr Einkaufen im Vordergrund. Das sehen wir auch immer wieder an diesen verkaufsoffenen Sonntagen. Das ist das letzte Thema, das ich hier noch auf dem Zettel jetzt habe. Da ist die Stadt voll. Ja, wunderbar. Aber wie viele Leute haben denn Tüten in der Hand? Habt euch das mal angeguckt. Wie viele Menschen nutzen den Sonntag wirklich, um einzukaufen? Das ist ja fast niemand. Sondern die Umsätze sind gering, die Umsätze sind klein. Da kauft man sich mal ein paar Socken oder hier ein Dekoartikel oder was weiß ich oder ein kleines Parfum. Aber das sind ja nicht die Umsatztage. Das ist ja nicht das, wo man sagt, Leute in die Stadt und die Kasse klingelt. Hier wird spazieren gegangen, hier wird flanieren gegangen, Kaffee trinken, Eis essen, sehen und gesehen werden. Das steht da im Vordergrund. Und darum sollte man auch diese verkaufsoffenen Sonntage gar nicht so überbewerten. Der nächste ist jetzt am 10. Oktober anlässlich des Heidemarktes. Auch da hat Verdi natürlich wieder dazwischen gehakt. Dieser alberne Gewerkschaftsverein, ich kann es ja nur noch so sagen, Verdi ist für mich ein alberner Haufen, die immer nur verhindern wollen und die immer nur dagegen sind und drohen zu klagen. Tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Das sind für mich die Zwerge der Woche bei Verdi. Das ist wirklich Zwerg der Woche. Gelacht, gelocht, geheftet. Die haben jetzt sogar wieder untersagen lassen oder haben dafür gesorgt, dass die Stadt Aurich die Genehmigung für den 10. Oktober nicht mehr auf den Karolinenhof erweitern darf. Man muss sich das mal überlegen. Wir versuchen diese Innenstadt natürlich immer inklusive Karolinenhof zu vermarkten. Der ist 150 Meter weg und wer die sagt, nein, das gehört nicht zur Innenstadt, darf nicht öffnen. Und es wird dann am 10. Oktober nur die Innenstadt öffnen, wobei auch da einige Geschäfte sind, die gesagt haben, also wir sind Inhaber geführt, wir können uns nicht auch noch am Sonntag dahinstellen und machen dann vielleicht einen Umsatz von 30 Euro. Wir müssen dann auch bitteschön mal eine Ruhepause haben, eine kleine Atempause, habe ich völliges Verständnis für und ich denke, da haben die Kunden auch Verständnis für. Insofern wird das mal gucken, was los ist. Ist auch wetterabhängig, wenn es am 10. Oktober den ganzen Tag regnet, dann wird hier morgens ein bisschen Blumen gekauft. Wir warten es einfach ab. 10. Oktober, verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr. An dieser Stelle nochmal gesagt. So, das war's in dieser Stelle. Mein Zettel ist jetzt abgearbeitet. Ich wünsche euch was. Ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt, Jürgen? Wahrscheinlich ist es wieder ein bisschen viel. Denkt bitte nochmal an der Stelle an obolus@aurich.tv oder unsere Kontonummer für finanzielle Unterstützung. Wir bedanken uns dafür ganz recht herzlich für das, was eingeht. Das hilft uns sehr bei unserer Arbeit und wir werden euch die nächsten Tage dieses Markthallen-Special hochladen. Dann könnt ihr noch mal in Ruhe gucken, was war jetzt eigentlich in 30 Jahren Markthalle. Ich bedanke mich, dass ihr wieder bei uns wart. Schreibt gerne Kommentare, wir freuen uns drüber. Diskutiert gerne, diskutiert sachlich. Wir bleiben, wie wir sind, herrlich ehrlich. Und in dem Sinne sage ich heute mal Prost, Prost Kaffee und tschüss.